die Funktion f von x gleich x hoch 5 mal x² plus 2 sollte mit der Produktregel abgeleitet werden. Dafür schauen wir uns an, was ist denn jetzt hier bei dieser Produktregel das u, was ist das v. Sinnvoll ist, sich das auch so untereinander aufzuschreiben. Wir haben das u von x, davon brauchen wir dann nachher eine Ableitung. Und wir haben das v von x und davon brauchen wir auch eine Ableitung. U von x, der erste Teil der Funktion ist das x hoch 5. Und v von x, der zweite Teil der Funktion, x² plus 2. Ich leite den ersten Teil ab. Da sind wir bei 5 mal x hoch 4. Bei der zweiten Funktion haben wir hier 2 mal x und hinten die plus 2, die fällt weg. Damit können wir uns die Ableitung zusammenbasteln. Wir wissen, u mal v', das ist die Funktion. Also x hoch 5 mal 2x plus u'v. Das ist die mal die, also 5x hoch 4 mal x² plus 2. Und jetzt ganz wichtig, Riesenfehlerquelle, Klammern setzen. Wir vereinfachen das noch. 5x mal 2 mal 2x sind 2x hoch 6. Und hier hinten haben wir 5x hoch 4 mal x², das sind 5x hoch 6. Und 5x hoch 4 mal 2. Das sind 10x hoch 4. Wir können hier vorne noch zusammenfassen zu 7x hoch 6 und hinten bleiben die 10x hoch 4 stehen. Damit habe ich diese Ableitung mithilfe der Produktregel gebildet. An der Stelle kann ich das nochmal kontrollieren, indem ich diese Funktion hier, bei dieser Funktion die Klammern auflöse und das dann nochmal ableite. X hoch 5 mal x², das sind wir bei x hoch 7. Und x hoch 5 mal 2, das sind wir bei 2x hoch 5. Wenn ich das jetzt ableite, x hoch 7, davon die Ableitung ist 7x hoch 6. Und 2 mal x hoch 5, davon die Ableitung ist 10 mal x hoch 4. Und wir sehen, es kommt hier genau das gleiche raus wie hier unten. Warum haben wir uns jetzt diesen Buckel gemacht? Es geht darum, mithilfe von Funktionen, bei denen wir das kontrollieren können, diese Verfahrensweise zu üben, um dann bei Funktionen, bei denen das eben nicht mehr funktioniert, mit dem Klammern auflösen, trotzdem die Ableitung vernünftig bilden zu können.